Damit möchte ich jetzt die nächste Referentin begrüßen, ankündigen. Ich freue mich, sie ist zum ersten Mal bei uns auf einem Körbler-Kongress, aber ihre Schwester hat schon eine breite Spur gelegt auf den Körbler-Kongressen. Sie sitzt auch hier, Frau Dr. Christiane May-Ropers. Ich möchte die Dorothea May vorstellen. Sie arbeitet nach Körbler wie lange in der Zwischenzeit? 5, 6, 7 Ja, ich war eine der ersten. Ich habe nur lange dann nicht daran mitgearbeitet. Okay, ich habe 1996 den Kurs gemacht. 97. Oh, okay. Sauerloch. Aber ich weiß, dass du längere Zeit nichts gemacht hast. Gut, sie ist Buchautorin auch. Es gibt auch Bücher von ihr draußen. Es gibt auch Bücher zur Literatur, zu dem Thema, das sie Ihnen jetzt präsentieren wird. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich dich genug angekündigt. Jetzt übergebe ich das Wort und wünsche Ihnen viel Spaß und Intuitionen. Ich gehe davon aus, dass hier im Publikum einige sitzen, die schon Aufstellungen gemacht haben, sich schon mit systemischer Arbeit beschäftigt haben und genauso wie mit neuer Homöopathie. Ich möchte heute den Fragen nachgehen, warum arbeite ich mit Aufstellungen? Ganz persönlich meine Sichtweise, Ihnen dazu sagen, warum es mir so Spaß macht, warum es mich so erfüllt, weil ich glaube oder hoffe, dass ich so am besten rüberbringen kann, wie ich Sie vielleicht auch erreichen kann in Ihren Berufen. Hier sind viele Therapeuten, Ärzte, Berater, was auch immer Sie machen, wie Sie auch praktisch damit arbeiten könnten. Der Frage möchte ich auch nachgehen. Dann werde ich natürlich kurz erklären, systemische Arbeit, was ist das überhaupt, wie funktioniert das? Und hoffe, Sie damit nicht zu langweilen, all diejenigen, die es schon oft gemacht haben oder sich damit beschäftigt haben. Und schließlich natürlich darauf kurz eingehen, wie man es mit Körbler und neuer Homöopathie kombinieren kann, die systemische Arbeit. Wir haben, ich mit meiner Schwester, die da hinten sitzt, die schon vorgestellt wurde, Frau Dr. May-Ropers, haben wir heute auch einen Workshop zusammen, Organisationsaufstellung und Körbler, wer da Lust hat zu kommen. Ich habe entschieden heute, ich habe Sie gar nicht begrüßt, fällt mir dabei ein, liebes Publikum, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, ich sage es deswegen nochmal, weil ich unbedingt auch sagen wollte, liebe Väter, liebe Mütter, liebe Töchter, liebe Söhne, liebe wunderbaren Wesen, liebe Göttinnen und liebe Götter. Ich möchte das deswegen sagen, weil ich entschieden habe, heute du zu sagen und sie nicht zu siezen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Die systemische Arbeit und die Aufstellungsarbeit ist eine Arbeit, die sehr in der Nähe passiert. Sehr von Herz zu Herz spricht. Man geht raus aus dem Linearen eigentlich ins Multidimensionale. Und ich hatte mir vorher überlegt, wenn ich sie jetzt sieze und hier doziere, das stimmt, hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. In der Aufstellungsarbeit oder im systemischen Denken ist es ganzheitlich, man begegnet sich in einem ganz völlig anderen Frequenzraum und hat andere Wahrnehmungen, eben ist viel mehr in der Nähe, im Fühlen. Es geht immer nur um Wahrnehmen, um fühlendes Erkennen. Und deswegen erlaube ich mir einfach, du zu sagen jetzt in dem Vortrag. Und wenn ihr an Englisch denkt, wo man sowieso nur you sagt, dann ist das vielleicht auch gar kein Problem. Und also, und da bin ich auch dann schon gleich bei meinem Thema und drücke hier mal auf den Knopf. Ja. In meinem Weltbild und in eurem auch, sonst wärt ihr alle nicht hier und würdet euch nicht mit neuer Homöopathie nach Körbler beschäftigen, nicht mit Frequenzen, nicht mit Antennen, nicht mit der Ganzheit, nicht mit einem anderen Weltbild. In meinem Weltbild, in meiner Sichtweise ist das Bewusstsein in den letzten Jahren enorm gewachsen, hat sich völlig verändert. Wir wissen inzwischen alle, dass sowas wie ein Vakuum nicht mehr existiert, dass alles vernetzt ist, dass alles miteinander verbunden ist, dass wir alle eins sind und vor allen Dingen, und das ist für unsere Arbeit auch wichtig, dass wir auch Zugang haben zu diesen sogenannten wissenden Feldern, dass diese Felder übereinander sich weben und verwoben sind. Wir wissen inzwischen, dass jede unserer Zellen, unsere menschlichen Zellen im Körper ein Hologramm ist, dass alles Wissen in sich gespeichert hat.
Wir wissen oder wir können uns vorstellen, dass wir multidimensionale Wesen sind, dass wir rausgehen aus dem linearen Denken. Wir wissen, dass wir, nach Körbler, Antennen sind. Jeder Mensch ist eine Antenne, nicht nur der Körbler-Strich ist eine Antenne, sondern jeder Mensch ist eine Antenne, Empfänger und Sender. Und davon haben Sie alle schon gehört und sich damit beschäftigt, mit allen diesen Frequenzfeldern, mit diesen Schwingungen, Farben, Tönen, eben alles ist Schwingung, alles ist Frequenz. Inzwischen wissen wir, Illusion, Raum und Zeit, jetzt nicht das Magazin natürlich, ist Illusion in dem Rahmen, wie es ist. Und da komme ich auch gleich auf das Systemische zu sprechen, weil das ist etwas, was uns Kraft gibt und Potenzial gibt. Wir wissen, wir können im Jetzt etwas verändern und verwandeln. Wir können im Jetzt Vergangenheit verändern. Wir können im Jetzt Zukunft verändern. Genau aus diesen energetischen Zusammenhängen, die hier viele im Raum viel besser erklären können als ich. Ich wollte es nur deswegen anreißen, weil dieser Perspektivenwechsel, diese Veränderung des Weltbildes ist genau das, was man wunderbarerweise beim Aufstellen, bei der systemischen Arbeit im Körper erlebt und erfährt. Jeder erfühlt es. Es ist ein fühlendes Erkennen, was da passiert. Bei jedem. Und das ist so unglaublich. Und dadurch kommt auch dann dieser Perspektivenwechsel im Weltbild zustande und ist viel leichter nachvollziehbar. In meinen Worten ausgedrückt, einfach mal geht aus dem Linearen raus in was Ganzheitliches, eben in ein fühlendes Erkennen, indem man sieht, aha, ich bin wirklich Empfänger und Sender, ich nehme Wissen auf, was ich vorher intellektuell nicht hatte, ich fühle etwas, mit dem ich nichts zu tun hatte, wo kommt das her? Also ich empfange über meine Körperzellen und drücke sie ja dann aus über Gefühle und ich kann auch etwas aussenden. Ich bin mit Feldern, mit einem Wissen verbunden, wovon ich keine Ahnung hatte. Und das ist einfach ein Perspektivenwechsel, der da stattfindet und der jeden, der so eine Arbeit macht oder auch als Repräsentant steht oder als Klient, Patient, wie auch immer, tief berührt und sein Weltbild verrückt. Und dazu kommt natürlich noch die lösende Komponente, dass ich immer wieder erlebe, dass jemand geht aus der Ausstellung, das ist auch eine Ausstellung, aus der Aufstellung raus oder aus der Arbeit, hat vielleicht seinen Konflikt mit der Mutter gelöst, mit der er seit 20 Jahren nicht spricht und kommt am Morgen nach Hause und sagt, mich hat die Mutter aus Australien angerufen. Ich habe mit der 20 Jahre lang nicht telefoniert. Da ruft die an und sagt, how are you? Wie geht's dir, mein Schatzi? Oder irgend sowas. Fällt vom Glauben ab. Hier, ja? Das sind dann so Sachen, so Synchronizitäten, die passieren, wo jeder erlebt wirklich Raum und Zeit in dem Sinne, wie wir es auf der Schule gelernt haben, existiert nicht. Die Verbindungen existieren, alles ist vernetzt. Deswegen, das wollte ich nur sagen, deswegen macht mir diese Arbeit so Spaß, weil ich natürlich auch daran wachse und immer weiter mich erweitern darf, weil ich sie auch immer wieder vor Augen geführt bekomme und erlebe und weil natürlich die Klienten und die Patienten Schritte machen, die einfach in Richtung Bewusstseinserweiterung wunderbar sind und ich auch daran glaube, dass diese Arbeit in einem ganz großen Feld eben wirkt und auch weiter bewusstseinserweiternd und erheiternd wirkt. Noch dazu, und deswegen bin ich beim Du gelandet, ist mir wichtig immer zu sagen, dass es eine Arbeit ist, die nicht in diesem alten hierarchischen Umfeld stattfindet, sondern die nur in einer Möglichkeit ist, wenn man eben in der Zusammenarbeit, in der Teamarbeit ist. Wenn jeder eben Göttin, Gott gleichwertig in dieser Arbeit sich begegnet, weil wir alle diese Felder um uns erschaffen. Wir wissen, neue Homöopathie nach Körbler, diese Felder haben wir um uns, die sind nicht wegzudiskutieren und wir gehen in Resonanz miteinander und genau das passiert und es kann nur diese Arbeit in einer Gleichwertigkeit geschehen. Das nur dazu, warum es mir einen Spaß macht. Gut,
warum es vielleicht auch für Sie interessant sein könnte. Jetzt gehe ich kurz auf den Punkt ein, was macht man eigentlich beim systemischen Arbeiten oder warum kam überhaupt diese systemische Arbeit so ins Feld und kurz darauf, wie funktioniert es? Gibt es denn irgendjemand hier im Raum, der davon noch nie was gehört hat, nie was gelesen hat, noch nie bei einer Aufstellung war? 1, 2, 3, 4, 5, 6, also schon ein paar wenige. Gut. Auch diejenigen, die schon sich mit Aufstellungsarbeit intensiv beschäftigt haben oder vielleicht selbst auch Aufsteller sind. Und hoffe ich, ja, ich kann Ihnen, wie Sie wissen, immer nur meine Sichtweise und meinen Horizont und mein Gefühl dazu mitteilen. Deswegen ist vielleicht auch für die was Neues dabei. Ist immer eine andere Perspektive bei jedem. Diese Aufstellungsarbeit, die systemische Arbeit, gibt es ja mindestens schon seit 25 Jahren. Sie haben alle schon mal den Namen Bert Hellinger gehört. Das war so der Pionier, der das so ins Feld gebracht hat, sehr angegriffen ist. Jetzt 82, 83 Jahre ist er jetzt. Hat sich letztlich aus der psychotherapeutischen Ecke entwickelt. Erst ging es dann noch über Amerika, Stichwort Virginia Satir, Familienskulpturen. Entschuldigung, und Bert Hellinger hat es eben hier in Deutschland, Österreich, Schweiz so ins Feld gesetzt, wurde sehr und wird auch immer noch sehr angegriffen. Inzwischen hat sich diese Arbeit aber schon längst verbreitert und ich sage, wie in jedem anderen Beruf auch, Macht gibt es natürlich Basis und Gesetzmäßigkeiten, aber jeder arbeitet in seiner Art damit. Es gibt, ich finde, dafür spricht, dass diese Arbeit sehr erfolgreich ist, unter anderem, dass sie sehr im Coaching, in der Geschäftswelt angewendet wird. Also es gibt kein Management-Training mehr ohne eine Aufstellung, weil es einfach ein ganz schnelles Handwerkszeug-Tool ist, ein Diagnose-Tool auch. Jetzt gehe ich erstmal darauf ein, warum man mit Systemen arbeitet. Wir Menschen hier auf diesem Planeten Erde bewegen uns eigentlich, hoffentlich sage ich nichts Falsches, Olvin, immer in Systemen, in irgendwelchen Systemen. Das können Gedankensysteme sein, das können Wertesysteme sein, philosophische Systeme, religiöse Systeme, der Körper ist ein System, Mutter Erde ist ein System, Politik ist ein System. Alles ist ein System. Neue Homöopathie nach Körbler ist natürlich auch ein System. Alles sind Systeme. Das heißt, das Interessante ist, wir sind immer in Beziehung mit irgendetwas. Ja? Wir stehen immer in einem Beziehungsgeflecht. Wir sind immer in Resonanz mit etwas. Und Systeme haben so eine Ausrichtung, sich ins Gleichgewicht, in die labile Balance, in eine Ausgewogenheit zu bringen. Ist so eine Ausrichtung. Ganz einfach mechanisch oder mit Plus-Minus-Ladung ausgedrückt, wenn in einem System alles fließt, wenn die Ladungen stimmen, dann kann das super funktionieren. Denk mal an einen ganz normalen, mechanistisch an einen Motor. Wenn da alles reibungslos läuft, wenn die Flüsse fließen dürfen, die Energieflüsse, dann ist das System in seiner Kraft. Warum guckt man überhaupt auf Systeme? Oder warum schauen wir beim Aufstellen so gerne, das haben Sie schon mal gehört, ins Familiensystem? In meinem Weltbild ist es so, dass wir dass das Familiensystem, die Blockaden, Talente, Schwächen, Stärken im Familiensystem, genau das sind, was sich im Außen spiegelt für uns. Jeder kommt hier an mit Mutter, Vater, wissen wir alle, egal ob er sie mag oder nicht, egal ob er missbraucht oder nicht, oder vergewaltigt oder geliebt, wie auch immer. Er kommt hier an, nicht als unbeschriebenes Blatt, sondern schon mit einer ganzen Datenautobahn von Informationen. Gut, warum guckt man jetzt in das Familiensystem und warum schaut man zum Beispiel nicht, wenn ich Probleme im Beruf habe oder immer mit dem Chef Probleme habe oder mit dem Lernen oder meine Promotion nicht fertig kriege oder mit der Beziehung, warum gucke ich verdammt nochmal in das Familiensystem? Wer will sich schon immer mit Mutter, Vater auseinandersetzen? Also ich wollte das früher ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich leider auch dazu gezwungen worden, zu gucken, was ist da eigentlich los mit Mutter und Vater. Und das macht man eben deswegen, weil das einfach die Essenz ist.
die Essenz und alles, was wir an Blockaden auf dieser Datenautobahn hier anbringen, an Schwierigkeiten, an Problemen, an Schwächen, eben auch an Stärken, an Talenten, ja, das hat schon etwas mit unseren Programmierungen oder Codierungen auf unserer Datenautobahn-Ahnensystem zu tun. Und warum schaut man dann nicht am besten gleich dahin, eben in das Essentielle, immer guckt, aha, warum habe ich jetzt mit meinem Hund und mit meinem Nachbarn immer Probleme? Dann kann man das gleich umlegen aufs Familiensystem, weil da hundertprozentig die Wurzel ist. Das ist nur eine kurze Erklärung dazu, warum man überhaupt eine Familienaufstellung macht oder ins Familiensystem guckt. Also es spiegelt sich immer alles im Familien, also alles Schwächen, Stärken spiegeln sich im Außen, beruflich, Beziehungen, Krankheiten, kann man immer umschlagen aufs Familiensystem. Systeme noch zu den Gesetzmäßigkeiten kurz. Systeme wollen sich also ausgleichen. Das heißt, umgelegt aufs Familiensystem, wenn es, Bert Hellinger nennt es, schweres Schicksal im Familiensystem gibt, gibt das Blockaden für den Klienten, für den Patienten, für denjenigen, der irgendwie am Ende der Reihe steht, für den Sohn, für die Enkelin, für die Tochter, für den Enkel. Schweres Schicksal heißt zum Beispiel, alle